So, und da sind wir auch wieder bei Splatoon 3 und wir schauen direkt ins Endergebnis vom letzten Splatfest rein. Ja, wer hört mit? Wer ist dabei? Wer kapert jetzt die Welle? Surimi Syndikat für Splatfest. Ei, ja. Die reden zu schnell. Da kann ich irgendwie nicht mit synchronisieren. Ihr könnt sie auch lesen oder die sagen ja sowieso immer das Gleiche. Aber Achtung, Achtung, es gibt wichtige Neuigkeiten. Jawohl, jetzt ist endlich das Ergebnis da vom letzten Splatfest. Nessie, Aliens, Bigfoot. Wen gibt es wirklich? Also die Wesen haben nicht gegeneinander gekämpft, sondern es ging nur darum, wen gibt es wirklich? Ja. Ist das die Beteiligung? Ah, die Beteiligung haben knapp die Aliens gewonnen. Ja. Waren aber mit Nessie fast gleich auf. So, und jetzt. Zack. Oh. Was? Das gibt's doch nicht. War das jetzt die Beteiligung oder? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was kommt jetzt? Ah, der Beitrag. Der Beitrag. Ah, Profikämpfe und sowie Dreifarbenkämpfe. Also alles dabei. Offen, Profi und Dreifarben. Da hat Nessie gewonnen. Die Nessie. Die Nessie. Oder ist es ein der? Wir wissen es ja nicht, ne? Da können wir in einem gesonderten Video mal darüber sprechen. Aber jetzt kommen wir zum Endergebnis. Also, zack, zack, zack. Ja, ach, wegen den Dreifarbmatches. Wegen den Dreifarbmatches hat, Dreifarbmatches hat, also Nessie, das Team Nessie gewonnen. Na toll, da hätte ich mehr Dreifarb. Es ist auch so schwer, in die Dreifarbmatches reinzukommen. Teen Aliens kam in Frieden und flog fort mit einem Satz heißen Antennen. Ja. Also ich weiß nicht, wie andere Aliens aussehen, aber ich habe keine Antennen. Höchstens auf dem Dach. Oh, das ist eine Schüssel. Antennen gibt es doch schon lange nicht mehr. Ach, ist auch egal. Das ist so ein altes Alien-Klischee, ja. Aber Marco glaubt trotzdem weiter an seinen Bigfoot. Und, ja, ich meine, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es Aliens gibt. Was Nessie in Wirklichkeit wirklich ist oder sein soll, das wissen wir ja nicht, ne? Es ist vielleicht auch eine schlecht aufgenommene Ente oder sowas. Es gibt ja da diese Theorie, diesen Mythos, dass Nessie ein Dinosaurier ist. Also von der Form her könnte es ein Brachiosaurus zum Beispiel sein. Aber ja, wie gesagt, Aliens versus Dinos oder Dinos versus Aliens liegt demnächst im Verlag Muddy Frog Pond Comics vielleicht erhältlich. Und falls Asylum zuhört, ihr dürft es gerne verfilmen, dann wird es wenigstens bei Schneeberg geguckt. Ja, das war das Endergebnis. Die Nessie hat gewonnen. Wir haben aber trotzdem eine super Muschel als Super Alien Fans. So gehört sich's. Jetzt ist das Splatfest-Shirt wieder weg. Ja, da vor uns steht schon, Nessie hat gewonnen. Ja, toll. Und mit all dem zerrissenen Shirt, aber mit neuer Gasmaske und natürlich mit den Sandalen, damit man die Füße sehen kann. Gehen wir ein bisschen rein. Ein bisschen was zum Runterkommen. Zum Runterkommen oder wieder einsteigen. Ach, wie auch immer. Splatoon könnte ich eigentlich immer spielen. Ein paar knackige Runden. So ein bisschen. Es ist so, ich nehme das Splatfest jetzt nicht mehr so wahnsinnig. Ja, ich wollte eigentlich ja drücken. Nicht mehr so wahnsinnig ernst, dass man jetzt da, dass da jetzt die Welt untergeht, weil das Team verloren hat. Was heißt verloren? Es war, habt ihr gesehen, die Prozente waren eigentlich ziemlich knapp sogar. Also es war eigentlich fast Gleichstand. Aber Team Nessie hat halt vor allem wegen den drei Farbmatches anscheinend gewonnen. So, gehen wir rein. Einmal unverbindlich mit dem zerrissenen Shirt, das man übrigens als Startpaket bekommt. Oh, diese Map liebe ich. Die ist schön. Die erinnert mich immer so an Urlaub. Urlaub am Pool inmitten von Wasser. So gefällt mir das. Die Wasseroptik ist wirklich, wirklich wieder richtig, richtig schön im Splatoon. Daran könnte ich mich richtig satt sehen. Platsch, ja.
will noch jemand schwimmen gehen. Was mir gefallen würde, wäre so ein eine Open World, so ein Splatoon, wo so alle Welten und alle Städte irgendwie vereint auf einer Map sind und wo man eigentlich jetzt nicht wirklich eine klare Mission erfüllen muss, sondern ja, so ein bisschen Open World mäßig diese Atmosphäre, diese Welt zu, ja, danke, zu genießen und zu erfahren. Kommt bestimmt auch irgendwann. Und natürlich steht auch immer noch der Story-Modus an, den ich noch nicht mal von Splatoon 2 gespielt habe. Oh, jetzt ist es raus. Kip hat noch nicht mal den Story-Modus von Splatoon 2 gespielt. Und bei Splatoon 1 habe ich vorzeitig aufgegeben. Ich habe nicht aufgegeben, weil es zu schwer war. Ich habe aufgegeben oder aufgehört, weil ich dann angefangen habe, das hier zu spielen. Das, was man jetzt hier gerade sieht. Nämlich den Kampfmodus online gegen echte Spieler. Wenn ich den Story-Modus spiele, dann würde ich den, wenn es geht, so der Wasserspiegel sinkt, jawohl, wenn es geht, nach Möglichkeit sogar durchspielen, damit man nicht ewig lang irgendwie mit so einem Story-Modus beschäftigt ist. Wer meine Ori-Videos kennt oder so, weiß ja, dass ich scheinbar zu doof bin für diese Art von Spielen, wo man irgendwie so Jump'n'Run-mäßig und Doppelkill sogar, Jump'n'Run-mäßig irgendwie bestehen muss und dann irgendwie an Stellen hängt, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Das ist schon ein bisschen doof. Da schäme ich mich auch dafür. Ich bin zu doof für solche Spiele. Das, was man jetzt hier gerade sieht, das... Zack. Ja, bevor ich meinen High-Hammer aktivieren konnte. Oh, was ist denn das? Medusa-Klecks-Roller? Ey, was ist denn das? Aber natürlich werde ich es gerne versuchen. Ja, ich überlege gerade. Könnt ihr mal im Chat schreiben oder vielleicht lasse ich auch abstimmen. Wenn ich in Story-Modus spiele, soll ich dann die einzelnen Level als Kapitel oder soll ich es als Komplett-Video hochladen? Mal gucken, ob ich abstimmen lasse. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, oder... Oh, wir sind ja schon am Ende, ja. Ich glaube, es ist ein Win sogar diesmal. Ja. Immer beim dritten Anlauf. Das erste Spiel nach dem Splatfest und gewonnen. Jawohl, das lobe ich mir. Das gefällt mir. So kann es gerade weitergehen. Hatte ja gestern, nee, vorgestern hatte ich ja ein paar Mal gespielt und habe von gefühlt 20 Spielen 18 gewonnen und hab's aber nicht aufgezeichnet. Ich glaube, das habe ich gestern schon gesagt, oder? Ist im letzten Video gesagt. Nein, ist auch egal. So. Ein bisschen anpassen. Ich muss mir jetzt was anderes anziehen. So kann man sich ja nicht blicken lassen. Also, das ist ja peinlich. Ich lasse übrigens hier nicht mit Absicht das Ding hier hin und her switchen, sondern das ist... Ach, deswegen heißt das Switch. Weil die Steuerung so rum switcht. Das ist Absicht. Ach so, jetzt wissen wir, warum das Switch heißt. Ja, so wird ein Schuh draus. Ja, Gasmaskenstaffel fängt gut an. Ich bin hier übrigens der Einzige mit einer Gasmaske. Auch nicht schlecht. So, der Kampf beginnt. Runde 2. In der neuen Gasmaskenstaffel. Und ihr habt gehört, oh, Enzio hat sich jetzt auch eine Gasmaske zugelegt. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, Elliot ist ein Octoling. Octolings sehen schon richtig cool aus. Also Octolings. Ich habe ja auch schon so Fan-Videos gesehen, wo, ich glaube, das wird mit 3D Software gemacht, weil man kann ja auch Inklinge als 3D Modelle irgendwie auch gerickt sich holen, wo es dann so Fan-Videos gibt, wo Inklinge und Octolinge, Octolinge und Octolinge, Inklinge und Inklinge und so weiter und so fort miteinander verkuppelt werden und so Fan-Fiction-Art-Movies gemacht werden. Das ist schon ziemlich cool.
Ich würde selber gern auch mal sowas ausprobieren, aber es liegt nicht an den Fähigkeiten, sondern A, an der Zeit und B, an der Motivation wäre schon da, aber bin ein bisschen zu faul, sowas zu machen. Und auch, ja gut, die Zeit ist auch so ein bisschen, weil so 100 Baustellen anfangen und jetzt auch noch Splatoon-Fan-Videos zu machen und Fan-Art zu machen. Fan-Art vielleicht, also mit statischen Bildern und das dann teilen, wer an so etwas Interesse hat. Zwei High-Hammer! Aber, und wir haben es gegenseitig umgebracht. Ruben! Aber gut gespielt. GG, Ruben. Immer gern mal bei meinem Instagram reingucken, bei meinem Facebook. Ja, ich hab Facebook. Tipp ist schon Opa, ja. Facebook. Und natürlich auch auf meiner Homepage kipsupernova.de, planetbar.space. Das sind immer wieder Stories, aber auch Bilder von mir. Also nicht von mir persönlich, sondern. Also Fotos von mir, sondern. So, Artworks aus der. Aus dem 3D-Laboratorium. Hauptsächlich Poser, aber auch Blender 3D. Und ja, vielleicht sind da auch mal wieder Sachen aus Splatoon dabei. Momentan habe ich aus von den Ninja Turtles Bilder. Also so Cross-Over-Kip mit anderen Figuren. Und ja, vielleicht ist auch mal mal gucken. Ich mache immer das, was auf ich Bock habe. So, die letzte Minute läuft. Ich will die 1000 wenigstens noch erreichen, wenn ich schon nicht. Oder wenn mein Team schon nicht gewinnen kann. Weil Erschwabbel hat uns geschwabbelt. Schwabbel, schwabbel. Wobbel. So, cool anfeuern. Jawohl, das ist die cool Kugel. Und da ist auch der Regen, die Tintenregenwolke zu sehen. Kämpfen wir uns da mutig vor. Jetzt beim Einfärben große flächig färben. Ist jawohl, ist gut, die 1000 ist geschafft. Es sieht auch nach einem Sieg aus. Jedenfalls ist das Gegnerteam in Gefahr. So, 4, 3, 2, 1. Ende, das war's. Und wir sehen auf den Punktestand. Und es ist, jawohl, ein Sieg. 2 zu 0 für Team Kip. Ich sag jetzt mal Team Kip. Xaxiliot heißt der Octoling. Oh, ziemlich cool. Ich habe Elliot gelesen. Wie komme ich auf Elliot? Elliot, das Schmunzelmonster. Und das gibt natürlich kräftig Punkte. Schon mehr als eine halbe Million. Ah, okay. Ruben ist disconnected. 0 Punkte. Deswegen. Obwohl, dafür, dass die jetzt nur zu dritt waren, haben die sich aber ziemlich gut geschlagen. Also muss man sagen, muss man ganz ehrlich sagen. Da habe ich schon andere Sachen erlebt. Von dem her, also andere Spiele, also von dem her. Respekt. So, dritte Runde. In diesem Video. Wird es ein Durchmarsch? Ach, da ist aber auch ein Elliot, oder? Habe ich das jetzt falsch gelesen? Xeliot? Ach, Elliotto gibt's noch. Ach, ein Elliotto. Scheint ja ein beliebter Name zu sein. So. Dritte Runde. Schaffen wir einen Durchmarsch hier mit Pfefferminzgrün. Dass wir hier 3 von 3 siegen. So, mit dem Highhammer springe ich. Danke. Ach, dieser. Das, was ist das für ein Wannenschwabber? Dieser Blubber-Wannenschwabber. Der hat es halt auch in sich. Das ist so eine Waffe, wo ich als nächstes mal ausprobieren möchte. Das ist übrigens auch sowas. Jetzt kommt wieder der Ankündigungskip. Wo ich mal so ein paar Runden spielen möchte. Wo ich mal so ein paar Waffen bloß mal ausprobiere. Mal anteste. Man hat ja sowieso seine Favorites, wo man dann sagt, so, damit spiele ich eigentlich am öftersten. Das war jetzt ein bisschen verwirrend und schon wieder halt ins Xeliot abgeschwabbelt. Weil es gibt Waffen, die sehen ziemlich cool aus. Zum Beispiel dieser Pfeil und Bogen, aber ich glaube, der ist fast noch schlechter wie Sniper. Also, oder es ist mit Sniper vergleichbar. Also, das ist eigentlich keine Einfärbewaffe oder keine Distanzwaffe. Also Nahkampfwaffe. Nennt man das Nahkampfwaffe? Egal.
Sondern man muss... Ey! Na, na, krieg ich dich, krieg ich dich! Wo bist du? Der versteckelt sich da hinten. Ne, geh her! Ja, dich krieg ich. Ja, Eljotto! was will ich jetzt sagen? Die sehen cool aus, bringen aber nicht viel, aber so dreimal zum aus Unterhaltungswert, aus ästhetischen Gründen, weil manche Waffen schon ziemlich ästhetisch, ziemlich cool aussehen, weil das so ein Video machen, wo ich dann verschiedene Waffen ausprobiere. Das würde mich mal interessieren. So Waffen, wo man irgendwie so kaum benutzt oder nie vielleicht, nie. Hatte ich ja schon bei Splatoon 2, Satz, hast du mich? Jetzt hatte ich schon bei Splatoon 2 Waffen, wo ich einfach nur, damit ich sie, wie man sagt, im Regal stehen habe, mir zugelegt habe, wie zum Beispiel, was waren das nochmal? Dieser, wo man so einen großen Schlauch irgendwie in der Hand hat. Nicht Hydropumpe. Ach, keine Ahnung. Wo aber irgendwie gar nichts gebracht hat, also jedenfalls mir nicht. Ich bin auch kein Sniper-Typ. Wenn ich ehrlich bin. Das war ein Frontalangriff. Volltreffer. Ja. Und ich will mir mal die Spinde angucken. Das soll auch noch ein Video kommen. Das wird vielleicht das nächste Video, wo ich mir mal so ein paar Spinde angucke. Wo ich euch meinen Spind zeige. Da ist aber nicht viel drin. Und ist vielleicht auch mal interessant. So. Jetzt habe ich die... Oh, schwierig. Ich glaube, das wird knapp. Aber es ist der Sieg. Gescorched. Jawohl. Alle drei Spiele gewonnen. Es war ein Durchmarsch. Zack. Und hier ist das Siegerfoto. Vielen Dank. Team Alien hat zwar verloren, aber hier in den drei Runden hat Team Kip gewonnen. Freut mich. Jawohl, das gibt wieder saftig Punkte. Ja. Das war's von hier. Ergebnis vom Splatfest und vom letzten Splatfest Nessie Aliens Bigfoot und drei knackige Runden. Alle drei gewonnen. Da gibt's noch den Mietzermeister-Tipp. Ja, der. Wollen wir uns die Tipps jetzt noch angucken? Wenn du Effekte entfernst oder zufällig neue belegen willst, erhältst du Effekte. Die Fragmente an sich bewirken nichts. Frag am besten Sid. Ja, ich hab doch dich jetzt gerade gefragt. Na gut. Dieser Mietzermeister ist ja so eine Art Tutorial hier. Aber das weiß der ja. So, das soll's für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal gibt's dann Spind-Videos. Hier in Splatville. Kip Supernova over and out.